Seid mir grüßt, Pokefreunde. Hier ist wieder mal der Tywald. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Sonntags-Opening. Heute habe ich für euch eine wunderbare neue Tin dabei, und zwar die Sachian V-Tin. Das ist eine von den ganz neuen Tins, die jetzt am Freitag, glaube ich, erschienen. Die werden wir heute öffnen. Die Schwester- oder Bruder-Tin davon öffnen wir am Dienstag. Dann haben wir beide zusammen. Die habe ich hier liegen. Kann ich auch kurz mal zeigen. Das wäre das wunderschöne Stück hier. Oder mal gut auf der großen Kamera. Kurz mal. Wir haben es alle beide. Und heute ist Sachian dran. Morgen dann, also am Dienstag dann Samazenta. Ja, was haben wir hier? Eine Galar-Legende mit stählender Entschlossenheit. Nichts in Galar kommt den Stärken dieser Legende gleich. Weder das couragierte, die couragierte Klinge von Sachian V oder das wackere Schild von Samazenta V aus der Tinbox Galar-Legenden des Pokémon-Sammelkartenspiels. Jeder dieser fantastischen Tinboxen enthält ein supermächtiges Pokémon V, gewappnet mit Attacken, um in deinen nächsten Pokémon-Kampf zu triumphieren. Sachian V natürlich sehr gut spielbar, Samazenta nicht so richtig bis jetzt. In so einer Tinbox sind natürlich wie immer vier Booster und die Promokarte drin und halt die wunderbare Tinbox. Ihr könnt aber in die Kommentare schreiben, wen findet ihr cooler, Sachian oder Samazenta, jetzt ganz unabhängig vom Pokémon TCG, sondern einfach so generell vom Pokémon-Typen her. Ist ja immer eine interessante Frage. Ich habe mir ja Schild geholt, fand eigentlich Samazenta schöner, vor allem ohne die Schildform, also in der normalen Form, wo das Schild nicht ist. Sieht auf jeden Fall cool aus. Ja, schauen wir mal in die gute Box rein. Ich weiß gar nicht, was für Booster hier drin sind, ich bin gespannt. Die Promokarte ist quasi ein alternatives Artwork von dem Schwert und Schild 1 Sachian. Also kennen wir das im Prinzip schon und es ist sehr gut spielbar. Legen wir mal nach da. Dann haben wir hier den Code, der wahrscheinlich ein oder zwei dieser wunderbaren Sachians dann auch im Online-TCG freischaltet. Also ein ziemlich cooler Code auf jeden Fall. Dann die vier Booster, die gucken wir uns gleich an. Wir gucken noch kurz die Außenseiten der Tin an. Wir haben ja Samazenta, oh, das ist ein cooles Artwork auf jeden Fall. Ja, das Pokémon Trading Card Game Logo. Sachian auch, das sieht cool aus. Auch sehr energiegeladen und das V. Sehr coole Box auf jeden Fall. Gefällt mir sehr gut von der Machart her. Deswegen nehme ich die gerne mit. Die Farbgebung mit dem Blau und Rot auch sehr schön. Und natürlich vier Booster. Clash der Rebellen. Oh, aufziehender Sturmritter, okay, das ist überraschend. Und Stunde der Wächter. Die machen natürlich von alt nach neu. Aufziehender Sturmritter, okay, krass. Das habe ich lange nicht mehr in der Tin gehabt oder in der Box. Witzig. Ist aber auch kein beliebtes Set, muss man dazu sagen. Stunde der Wächter, was konnte man hier pullen? Hier konnte man pullen Gardevoir GX natürlich. Alola Volnona GX, glaube ich, war hier auch eins drin. Auch sehr schöne Karte. Generell natürlich immer auch voller Trainerkarten. Mal schauen. Ich hoffe natürlich heute auf einen Pull wenigstens. Mal gucken. Starten tun wir mit der Fee-Energie. Schon mal gut, die gibt es ja nicht mehr. Energielotterie. Mashok. Vier Nontor. Lilminip, Iguana, Tentacha, Velursi, Alola Sandan, die Rettungstrage als Reverse und die Rare ist ein Fiaro. Schönes Pokémon-Artwork. Vogel-Pokémon sind eigentlich ganz cool, finde ich mittlerweile. Grüße gehen natürlich raus an Staraptor. Weiter geht's mit Aufziehender Sturmröte. Hier gab es zum ersten Mal Ultra-Bestien im Set. Sowas wie Maskito gab es dort, wie Schlinking GX. Auch sehr fiese Karten früher. Den Code behalte ich mal für mich. Ihr kriegt gleich einen von den beiden neuen Codes. Kampfenergie. Der verschlungene Hain. Gastrodon. Kukuna. Laukaps. Das Hilfe. Barschwa. Molunk. Tragosso. Hornliu. Pumpgin in Reverse. Eine Rare sogar, oder? Ja. Und ein Katagami GX, einer von den Ultrawesen, wie schon gesagt, cool. Immerhin GX-Pool, nice. Mit Abschneiden, Sturmschwert und Schwerthieb GX. War, glaube ich, früher nicht so spielbar, deswegen, ja, wahrscheinlich nicht so viel wert, aber ob es mir fehlt, weiß ich gar nicht, wenn ich ehrlich bin, muss ich mal auschecken. Tatsächlich fehlen mir auch in so einem Mondset immer mal wieder noch eine GX-Karte, eine normale. Das ist ja seltsam, auch sogar eine Holo oder eine Regular Rare. Kann schon mal fehlen. Gordraum aus Clash der Rebellen. Da will man natürlich was Gutes ziehen. Ich bin gespannt. So, der Code ist einmal für euch. Clash der Rebellen, ein Online-Code. Löst ihn gerne ein. Und wenn ihr was Gutes zieht, lasst es mich gerne wissen. Ich bin da immer sehr gespannt auf eure Puls. Mittlerweile gibt es auch ab und zu mal Leute, die das machen. Sehr nett von euch. Vier Karten gehen nach vorne und los geht's. Mit der Psychoenergie. Nice. Zwillingsenergie direkt hinterher. Elesaat.
Duokles, Gramokles, Bämon, Magma, Electek, Raffel, Marbula als Reverse und die Rare, ein Arcani. Auch ein cooles Artwork, richtig Energie geladen. Aber natürlich kein richtiger Hit. Schade, schade. Letzter Booster. Vielleicht noch mal ein bisschen Glück. Mal gucken. Mit Hoplo, beziehungsweise mit Libalo, der dritten Form von Hoplo. Wenn ihr hier dieses Video gerade seht, bin ich vielleicht gerade am Stream, habe gerade gestreamt oder werde streamen. Ich weiß nicht genau, wann ich streame. Auf jeden Fall Pokémon Go Community Days heute. Und ich streame. Ein, zwei Stündchen werde ich meine Jagd nach Shiny Samurzels oder Samurzel für euch streamen. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn viele von euch dabei sind. Die Pokémon Go Streams machen echt Spaß in letzter Zeit. Feuerenergie, Brimano, Waggon, Costurso, Galamakabaya, Geweiher, Velursi, Smogon, nochmal ein Bämon, Toxel als Reverse und die Rare ist ein Zacian. Oh, cool. Ich freue mich darüber, weil es fehlt mir noch in meiner Sammlung. Wieder ein Slot, der belegt wird. Sehr cool. Mit Energiesturm, Strom, und Schmetterklinge. Und das Toxel ist natürlich auch sehr süß, vor allem Reverse. Muss mal gucken, ob es auffällt, das weiß ich gar nicht genau. Nichtsdestotrotz heute nur ein Hit mit Katagami GX und ja, Zacian V, das Promo-Pokémon, auch natürlich nice. Wie immer gilt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und oder einen netten Kommentar, am besten beides. Wenn nicht, gerne konstruktive Kritik, ich will mich natürlich immer verbessern, wenn ich mich verbessern kann, dann durch Kritik natürlich. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch einen schönen Sonntag, vielleicht sieht man sich ja im Stream, falls ich gleich noch streame. Und haut rein, bis dann, tschüss, euer Marcel, ciao.